Yo Freunde, was geht ab? Bevor das Video anfängt, ich wollte euch darauf hinweisen, dass jeden Tag im Dezember auf unserem Gaming-Kanal ein Video online kommen wird. Checkt den ersten Link in der Beschreibung ab, Black Bros Gaming auf YouTube. Und auf Twitch sind wir natürlich auch immer noch aktiv. Checkt unsere Streams auch ab. Alles in der Beschreibung, Freunde. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Ciao. Hey rein, der hat jetzt auch über das Thema Younes Amiri und Mariam geredet, Digga. Mal gucken, was er dazu sagt, Digga. Unser Video habt ihr ja gesehen, der war sehr lachkick, Digga. Sehr unterhaltsam. Jetzt geben wir uns mal, was ABK dazu zu sagen hat, Digga. Wir gehen rein in dieses Bild, ja? So, ist ein bisschen leise. Müssen wir laut machen. Team, das ist viel zu hoch, Alter. Evo, erstmal kurz runterschrauben. So, jetzt können wir ein Video machen. Über Jungs. Liebes YouTube-Team, dieses Video... Boah, Upgrade mit iPad und so, ja? iPad-Upgrade, Digga. ...soll nicht gestrikt werden. Das Video ist nämlich in Absprache mit den beiden gezeigten YouTubern entstanden. Ist das ein Match? Genau, der wollte ja Merch droppen heute, habe ich gesehen, ja. Der wollte Merch droppen. Ja, guck, er hat gedroppt. Er sieht voll sympathisch aus, ja, ehrlich. So, kauf doch. Sieht echt nicht schlecht aus. Kauf doch. Ist auch nicht teuer, 25 Euro. Ist nice. Ja, 40 Euro Hoodie, ja. Er sieht sympathisch aus, kann man echt machen. Hoffentlich verkauft er gut Sachen, der Bruder. Die meinten zu mir, ich darf dieses Video hochladen. Hier ist ein Beweis dafür. Digga. Kommen wir jetzt mal zu was ganz Wichtigem. Mein Merch, erster Link in der Beschreibung, der ist jetzt verfügbar. Bitte fickt mich nicht, ABK Army. Mach bitte den Shidamer. Ich hab 20 T-Shirts nur verkauft in meinem alten Merch. Ich hab bis heute keinen Cent davon gesehen. Wenn ihr nicht Geld habt, dann nehmt einfach T-Shirt, aber sonst Hoodie, Khatar. Sogar die ersten 100, die bestellen, bekommen Corona-Impfstoff freiwillig dazu. Also ihr kriegt diese Maske von mir, diesen Mundschutz. Denkst du nicht, wir werden sterben durchs Coronavirus? Nein. Hast du keine Angst? Nein, hab ich wirklich nicht. Weißt du warum? Weil du die Kraft von oben nimmst. Das ist das, danke. Ich glaube nur an Allah. Das Koran. Ich muss auch was sagen wegen Qualität. Das ist so Standardqualität. Ich brauche gar nicht Scheiß zu labern. Was ihr in die Abschlussklasse gehabt habt, diese Abschluss-T-Shirts, die ihr danach weggeworfen habt. Das ist so normale Qualität. Ich brauche gar nicht zu labern. So, jetzt habe ich auf jeden Fall ein Video, in dem ich Werbung machen kann für mein Merch. Machen wir jetzt auf Younes Amiris Nacken ein bisschen Geld. Let's go, Digga. Jetzt ist heiß, ne? Jetzt ist heiß. Mariam, Younes Amiri, wir gehen rein. Auf jeden Fall, worum geht's? Es geht darum, dass Younes Amiri jetzt mittlerweile verlobt ist. Ja. Mit einer, ich glaube, 17-Jährigen. Oder was? 16-Jährigen. Ich falsch in meinem Leben. Diese Leute sind schon verlobt mit 18, mit 20 heiraten die. Bruder, ich bin 30 Jahre alt. Nix, keine Frau, kein gar nichts. Puh, ich ach, Penner. Wunder mich doch gar nicht, ja? Hey, was ist das denn, Digga? Younes Amiri, Alter, ja? So, let's go. Wir gehen weiter rein. Mit 18 Führerschein. Junge, ich bin 30. Ich bin das erste Mal mit dem Auto gefahren vor einer Woche. Langsamer, langsamer. Lenk, lenk. Brems, brems, Mitte. Was ist denn mein Typ falsch gelaufen? Ich schwöre, meine Mutter verheimlicht mir irgendwas. Gucken wir Younes Amiri sein Video. Hi Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Würdest du dir das T-Shirt kaufen, sei mal ehrlich. Da hast du mit diesem QR-Code, ne? Also mit diesem Spotify-Code. Chillig. Digga, würdest du kaufen? Nee. Ich würde. Ja, ich wollte gucken, ob es das so zu kaufen gibt, aber gibt's leider nicht. Schreib mir privat. Schreib mir privat. Soll ich? Ja, na klar. Okay, ich glaube schon. Ja, wie soll ich sagen? Ey, der Younes Amiri, der ist ein Fuchs. Der weiß, wie man diese Kinderfans abgreift. Diese TikTok-Drama und so. Jetzt auch guck mal sein Shirt an. Welche Leute, die gerade so frisch verlobt sind, haben so sich als Pärchen auf dem Pullover gedruckt und draufgeklebt. Ey, bitte, ich wünsche eine Frau habe. Ich will die gar nicht jeden Tag sehen. Ich werde nämlich auf mein T-Shirt haben, Alter. Fuck dich ab. Ich glaube, auch noch TikTok-Werbung kommt vor seinen Videos. Perfekt. Genau, eins, fühle ich. Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein schönes Thema. Es ist ein schönes Thema, nur es wird halt. Dieser Moment, wenn du zwangsverheiratet wirst. Digga, also da sah jemand nicht so glücklich aus, war mein. Das Problem ist bei der ganzen Sache, viele da draußen meinen ja, ey, ihr kennt euch einen Monat oder zwei Monate. Also für uns ist die Sache, ihr müsst euch vorstellen, meine Schwester Jihan kannte ihren Mann. Was geht ab, was geht ab? Monate. Und dann haben die geheiratet. Haben die geheiratet direkt. Ja, aber wie alt ist deine Schwester Jihan? Jetzt fuck mich das wieder ab. So diese kleinen Mädchen, die dann heiraten mit 17, 18 und dann sich wundern, dass sie mit 21 geschieden sind, Alter. Ja, sei mal ehrlich, findest du das? Würdest du so früh heiraten wollen? Wie, also guck mal, wenn du in einer Beziehung wärst, wie lange würdest du ungefähr warten, bis du heiratest? Oder verlobt sein? Vier Jahre vielleicht. 4 Jahre? Boah, 4 Jahre schon krass. Ja, okay, doch, 4 Jahre fühle ich. 2 bis 4 Jahre. Vielleicht würde ich 5. Ich würde so sagen 2 bis 4. 2 bis 4 ist für mich gute Zahl, Digga, ja. Aber die sind nicht mal ein Jahr. Jeder macht, wie er möchte. Nicht jeder macht, wie er möchte. Siehst du, die Familie, ey, du...
Dicker, so lustig, ja, weiß ich gar nicht. So ja, ja. Da so, die kleine Schwester geht live und so. Und der Vater ist dann nicht. Ey, du weißt gar nicht, was da abgeht, ja. Ich will auch gar nicht. Ja, das ist krass. Du Walla, lasst euch bitte Zeit mit dem Heiraten. Wirklich sicher ist mit einer Person. Ist es bei uns in dem Islam so? Jetzt will die nicht bei Islam. Yay! Yeah. Scheiße. Karriere vorbei. Verdient. Puh! Wisst ihr, was ich wirklich glaube? Ich habe nämlich in den Snapchat-Stories von Younes gesehen, dass der richtig häufig Werbung macht, wie so Verlobungsringe, Ketten. Da sind wie ich gerade mit Lootboy so eine Kooperation, die über mehrere Monate läuft. Und dann macht er jetzt so diese dickste Promo-Plan für die und hat sein Geld gemacht. Kann der später sogar meine Hochzeit nicht bezahlen. Wir sind unsicher. Wir gehen gut zusammen sehr gut mit. Okay, ihr habt jetzt geheiratet. Ja, aber seht, dann kommen jetzt Briefe. Steuerklasse, das. Als ob ihr das könnt. Ich bin überfordert mit Anträgen, mit Briefen und so. 16, 18 Jahre alt. Bruder, ihr habt noch viele Probleme. Ihr könnt nicht mal Sachtextanalyse in Deutsch richtig schreiben, weil ihr könnt nicht mal hier einen geraden Satz bilden. Wir gehen zusammen sehr gut um. Wir fahren auch viel weg. Und irgendwann denkt man sich auch, ey, das ist doch alles haram. Und aus diesem Grund sind wir den Schritt gegangen, damit wir nicht immer wieder sagen, ey, es ist haram, dass ihr das und das. Ja, Digga, da ist auch ein, zwei Stöße geben, nicht mehr haram, Digga. Ne? Das kann man machen. Es war ja jetzt auch haram, wenn ich mit ihm hier so sitzen würde. Und das fällt dir jetzt nach 9 Monaten auf. Ey, du Younes, eigentlich ist das ja voll haram, dass wir nebeneinander sitzen. Stimmt, wir sind ja Moslems. Lass mal schnell verloben gehen. Richtige Google-Moslems. Das Ding ist, wir sind halt noch relativ jung und man weiß nie, wann man von der Erde geht. Ey, du bist doch... Das ist die krasseste Aussage, ne? Man kann auch übertreiben mit, wir sind zu jung und man weiß nie, wann man geht und so. Deswegen müssen die jetzt verlobt sein, ja? Deswegen... Digga, come on. Vor kurzem auf die Erde gekommen, Alter. Du bist gerade erst geboren. Und dann redet ihr schon noch, wann man sie geht. Bruder, die ist doch Kinderarztpatient. Und weiß nicht, wann man von der Erde geht. Geil, da haben wir so Real Talk mit 16. Die Kinder, du hast erst bald zentrale Abschlussprüfung der 10. Klasse vor dir. Du hast vor 2 Jahren noch Lernstandserhebungen in der 8. Klasse geschrieben. Chill mal, Alter. Sorry, man weiß nicht, wann man von der Erde geht. Darum bin ich da anzunissen. Ich glaube, der ist der Erste, der geht. Covid-19. Er hat Covid-19 und ist im Alter von 19 von der Erde gegangen. Digga, jetzt ist das aber hier wieder gottlos, Digga. So weiß man doch, wann man geht. Ja, wieder Werbung. Da ist mehr Werbung als Video bei dem. Was gibt's Schöneres, als wenn man gar keine Probleme hat und einfach so akzeptiert wird? Hey, du gehst doch mit Turnbeutel zur Schule wegen Sportunterricht und kriegst einen 6, wenn du nicht mitmachst. Das sind die Probleme, mit denen du dich auseinandersetzen solltest. Yeah. Ich bin 30, hör auf, bitte. 18-jährige heiraten schon. Wir haben hier einmal so einen Pulli. So, das war der Burner, Digga. Einfach mitten im Video, Digga. Cut! Werbung. Ja. Einfach mitten im Video, Cut! Werbung. Bei so einem ersten Thema, also das war schwach, Digga, ehrlich. Aber man merkt, Younes Amiri, Digga, der weiß auf jeden Fall, wie man Geld macht, ne? Die beiden, ich schwöre, die machen jeden Tag Instagram-Werbung. Jeden Tag. Keine Ahnung. Wenn die nicht mindestens 100.000 auf Konto haben, dann... Ich sehe das, ich verfolge die nicht. Ja. Ich sehe das. Ich bekomme sowas zugeschickt. Ja, Kumpel erzählt mir sowas. Auf TikTok sehr oft gesehen. Dazu habe ich einmal einen Link unten in der Beschreibung, wo ihr zu der Seite kommt. Ich werde diesen Pullover bestellen. Ich wollte auch bestellen. Ich schwöre. Na okay, jetzt nicht die Pullover. Ich wollte, weil den gab es eh nicht in meiner Größe. Handyhülle. Handyhülle hätte ich bestellt. Für 20 Euro ist nichts. Hätte ich mir geholt, Digga. Das wäre krass. Oh, mit Kuss. Haram, haram. Trinkgeld? Was für Trinkgeld, Bruder? Bist du Pizzalieferant oder was? Auf jeden Fall habe ich das jetzt bestellt. Ich habe Younes supportet. Jetzt habe ich das Recht... Was? Wie? ...zu machen. So, YouTube, jetzt sehen Sie, das ist eine Absprache entstanden. Grüße gehen raus an Gian. Okay. Wallah, der ist krank. Ich schwöre, wir haben den ersten Corona-infizierten YouTuber in Deutschland. Ey, guck mal. Vor das... Der eine hat Corona, niest die ganze Zeit, die andere schizophren. Man merkt, dass ihr verlobt seid. Ich bin auf den Punkt gekommen, Leute. Wir haben. Wie kann so ein Schaden, Digga? Das ist sowas wie eine Verlobung. Man spricht sich mit dem Imam zusammen. Manche Leute gibt es auch, die haben das gemacht, damit die bahben dürfen, ohne dass es haram ist. Oh, so macht man das. In Saudi-Arabien, Digga, da lassen sich die Leute 1-2 Minuten verheiraten, Digga, damit die 1-2 Stöße geben können. Und dann lassen sie sich scheiden. Dann war das kein Haram-Sex, sondern halal. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich das auch gemacht. Hätte ich nicht so viele Sünden damals. Ey.
Sorry, diesen Pulli, Digga. Ich will den auch haben. Ich schaue uns ein eigenes Zimmer. Du bist der Mann, der mit mir zusammen ist, der inshallah sein. Mit mir mein ganzes Leben verbringen wird. Jonas, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das klappen wird. Du wirst mit 30 Jahren genauso wie ich Single sein und noch in deine Socken spritzen, Bruder. Ich sag dir, wie ist das? Socken spritzen, Digga, Alter, ja. Das ist echt und das ist Schublade, Digga. Auch in den Kommentaren habe ich gelesen, wow, mit 16 das zweite Mal islamisch verheiratet und verlobt. Dazu muss ich auch kurz was sagen. Wir sind hingegangen, der Sheikh hat uns ausgerichtet. Oh, hier, mit Daniel. Ach, warst du mit Daniel schon ja, verloben? Mit Daniel wollte ich dich auch verloben lassen. Ach so. Okay. Jetzt hör zu. Und es war halt scheiße von dem Sheikh, sag ich ab. Der hat dir ausgelacht, der Sheikh, ne? Ja. Und ehrlich, aber der Sheikh hat uns weder das Kendo noch irgendwas, der meinte, ich mach gar nicht. Wir sind hingegangen, er hat uns Sheikh geschickt und das war dann so. Dieser Sheikh, Digga, der Ehre, Mann, ehrlich. Er hat alles richtig gemacht, ne? Da ist Sheikh Sozialpädagoge. Er hat alles richtig gemacht. Oh, ja, bin ich ein Sheikh, wenn du uns so zurückkommst und sagst. Geh mal weg, mit 16, oder was ist da? Willst du Jonas als 18-Jähriger jetzt ihre Klassenarbeiten unterschreiben, oder wo ist der Sinn dahinter? Du bist Sheikh Sozialpädagoge! Dass man sich einfach alle zusammensetzt, dass alles wieder gut wird, inshallah. Inshallah, mein Engel geschickt von Allah. Du bist nicht allein. Jo, Digga, wichtige Szene, ne? Die muss man auch nochmal einblenden, Digga, ehrlich. Die Leute dürfen das nicht vergessen, Digga. Schatz, ich bin für dich da. Zwei Wochen später, sie sind danach nicht mehr zu warm gewesen. Ja, zwei Wochen später! Ehrlich auch, was hat allein für Engel geschickt, sei mal ehrlich! Ehrlich. Du bist ein Engel geschickt von Allah. Wenn wir irgendwelche kleinen Kinder draußen sagen, ey, kennst du Mariam, Yunus? Sag ich, ach so, diese Engel geschickt von Allah. Dann sagen die, ja. Als wäre die so eine gesamte Audubi-Levene-Shitan-Regime. Dabei einfach nur, weil irgend so ein Typ so einen Song gemacht hat, hat sich dieser Name in meinem Kopf eingebrannt. Und das können wir natürlich nur mit eurer Hilfe, wenn ihr uns Tipps gibt. Ja, dreht mal bitte jeden Tag Videos, weil das Geld werdet ihr auf jeden Fall brauchen. Sobald ihr zusammen wohnt, gibt es Streit um Miete, wer zahlt Essen, wer macht das. Ich kenne diese vermissten Heiratsjournalisten. Der nächste. Oh, Digga, ich höre, YouTube ist so lustig, Digga. Diese vermissen Heirat schon. Digga. Ich sogar Bickel hat gerade eine Freundin. Junge, Bickel hat einmal Kondom in Toilette runtergespült, weil er dachte, da kommen Kinder raus. Ich schwöre. Viele von euch wussten ja schon, dass ich eine Freundin habe. Auf Snapchat habe ich es ja oft angekündigt. Ich kündige nicht mal meinen Merch an oder meine Songs und die kündigen ihre Freundinnen an. Wunder, jetzt unschuss, auch wenn ich nicht so wirke, aber ich merke, dass ich älter werde. Weil in der Öffentlichkeit, wisst ihr, wenn ich jetzt mal mit dir draußen bin, dann guck mich auch welche an. Voll oft war ich mit Milfs draußen und sehe mich irgendwelche Zuschauer. Dann denke ich, okay, was geht? Dann sagen die einfach voll auf, weil hast du die geklärt, sag ich, ja, mach mal, Bruder, ich geh dir Geschmack mit. Korrekt, ey, bist du dreckig, Walla, du bist Bilder, sag ich, Bruder, chill, es hätte auch deine Mutter sein können. Vor 3 Jahren war ja meine letzte Beziehung und die lief ja einfach richtig scheiße. Das war die Beziehung mit mir. Ich hab den so hart vernachlässigt, der arme Bruder. Das Kind, tut mir richtig leid. Ich geb nur ein Like, komm, Bruder. Für mich ist auch was Besonderes, weil ich sowas irgendwie vorher noch nie so erlebt habe. Bei uns lief das irgendwie. Wie geht die ganze Zeit stutzen, die Kamera? Oh, wie geht die Kamera? Also, daran merkt man, das ist wie sein aller echter Bruder, ne, ehrlich. Guckt so richtig so. Klicks, Klicks, Klicks. Alter, glaub mir, die Challenges werden bald auf Biki sein Kanal kommen. Ich hab predicted. Und das wird auch so passieren. Was, er macht er schon? Er macht Touch My Buddy Challenge und so. Warte ab. Damit hab ich auch nichts zu tun. Warte ab, Digga. Aber das ist gut, das ist Reaction für uns. Das ist Content und ich liebe sowas. Geh dich einmal an! Warum musst du diese Augenkontakt? Jetzt bist du doch in Beziehung, Bruder. Bevor du dich schon einmal reibst und mich dann anrufst und fragst, ob du davon schwanger werden kannst. Leute, sie hat aber nicht gesagt, welche Landsfrau sie ist, okay? Ihr habt jetzt 3 Sekunden Zeit. 1. 2. 3. Landsfrau, TikTok. 3. Sie ist Polen. Ich hoffe, da kommt ganz schnell jemand und holt den Hund da ab. Ihr müsst verstehen, ich hatte als Kind wirklich blondes Haar. Engel, blondes Haar? Nein, der Engel bist du nicht. Wir haben schon einen Engel und der ist geschickt von Allah. Der ist auf einem anderen Kanal, nicht bei dir. Im Auto, in ihrem Auto und da war so eine Kreuzkette. Und dann haben mich halt voll viele gefragt, hey, wie kannst du sie haben? Sie ist Christin. Digga! Hey, konventiert, so voll viele Fragen. Konventiert. Bruder, ich glaube, du weißt nicht, was welcher Religion der ist. Digga, ich wäre krasses Video, Digga. Sehr lustiges Video von IBK auf jeden Fall, ne? Wie gesagt, ich wünsche auf jeden Fall Mariam viel Glück und Yunus, ich wünsche auf jeden Fall Biki viel Glück und seine Freundin. Und ich hoffe, die machen ganz viele Videos auf YouTube, auf die wir reacten können, Digga. Weil das ist Content für uns und davon leben wir. Big Facts!